Schauen Sie mal dahin, da haben wir die letzten 10. Also George W. Bush, Bill Clinton, nochmal Bush, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford, Nixon, Johnson. Kann man auch schön zu Hause jetzt mitmachen. Kennedy und Eisenhower. Ganz schnell einprägen. Und dann verschwinden die gleich ganz potzblitz. Und die Reihenfolge ist wichtig. Genau. So, und jetzt bitte ran an die Geräte. Und guck nicht so angestrengt jetzt, das ist doch ganz locker. Ich bin Schauspielerin, ich gucke, wie ich will. 30 Sekunden Zeit, aber wir können auch ein bisschen noch. Also Sie haben noch gar nichts geschrieben. Hm? Warum denn nicht, Herr Wiegert? Ich hab Zeit. Ach so, das ist gut. Wir auch eigentlich. Ich schreibe den jetzt mal Busch, ne? Ja. Und das war da oben auch einer. Das heißt Buch. Buch, ja. Ist aber beides nicht schlecht. Also 3 hast du ja schon von 10. Das ist ja beängstigend. Nixon? Kennedy war da schon. Ah ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 2 Stunden. Ja, ihr wollt doch solche Spiele machen. Ja, ich habe ja wirklich gedacht, gut, der Name ist auch ein bisschen lang, muss man dazu sagen. Es gibt gewisse Techniken. Ja. Und da haben wir jetzt den Experten, der uns erzählt, wie man das nächste Mal so machen kann, dass man sofort 10 präsent hat. Okay, ich kann hier direkt mitmachen. Ne? Ich erzähle eine kurze Geschichte, die so bescheuert, wenn Sie die im Geiste mit angucken, dann ist sie drin. Mhm. Ja? Wollen wir mal? Können Sie sich eine Kerze vorstellen? Hier steht eine Kerze und jetzt kommt so ein kleiner Mann mit einer großen Eisenstange und der haut die Kerze aus. Ja, das Eisenhower. Und dann geht der weiter an einen Teich. Aus dem Teich kommt ein Schwan auf Sie zugeschwommen und er legt den Kopf so schräg, guckt Sie an und sagt, sag mal, Kennedy? Das wäre Kennedy, okay? Ich gehe weiter an dem Teich. Gut, dass Sie das sagen. Ich gehe weiter am Teich entlang und hinten aus der Ferne sehe ich schon John Wayne auf mich zukommen. Sie kennen alle John Wayne noch? John Wayne. John hat seinen Sohn dabei. Und Johns Sohn überreicht mir einen Dreizack. Der hatte gar keinen Sohn. Johnson. 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 Johnson überreicht mir einen Dreizack. Ja? Warum auch immer, ist egal. So, ich gehe weiter am Teich. Auf einmal steigt aus dem Teich eine hübsche Nixe heraus. Und neulich hat ein Seminarteilnehmer gesagt, ja, gell, und die hat nix on. Ja? Dann war es Paris Hilton. Die Nixe ist jetzt verziert mit vielen, vielen tollen vierblättrigen Kleeblättern. Ja, viele vierblättrige Kleeblätter. Ich gehe weiter an dem Teich vorbei auf die Straße hoch. Es kommt ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf mich zugerast. Ich halte die Hände so als Schutz vors Gesicht. Das Auto knallt dagegen. Ich nehme die Hände weg und sehe, es ist ein schrecklicher Ford. Ford, ja. Und schiebe den Ford fort. Ja? Ich gehe über die Straße drüber. Im Straßengraben liegt ein völlig besoffener Elefant. So mit Kötzerchen und dem ganzen Programm. Ja? Und ich denke mir, wenn der morgen früh aufwacht, hat der aber einen Kater. Ja, Hammer, oder? So, ich gehe weiter an der Straße, es steht eine große Fahne da. Ich nehme mir die Fahne, halte die über den Kopf zum Schutz vor Regen. Also es beginnt gerade zu regnen. Dann ist mir das Ganze zu nass, ich biege in die Wüste ein, nehme meine Sanduhr raus, fülle feinsten Wüstensand in die Sanduhr. Jetzt wird die so schwer, dass ich sie irgendwo hinhängen muss und sehe da hinten einen trockenen, alten, verknöcherten Busch. Häng die da dran. Gehe weiter durch die Wüste durch, eine Schlange kommt auf einmal auf mich zugekrochen. Ich gucke mir das Tier genau an und decke Lippenstiftreste vorne am Kopf. Und denke, Clinton. Was Sie so für Assoziationen haben. Ja, das wirkt. Ja. Das wirkt. So, ich gehe weiter aus der Wüste wieder raus auf den Golfplatz. Auf dem Golfplatz gucke ich, wo haue ich den Ball rein und sehe da hinten einen jungen, frischen Busch und ziehe voll durch, weil ich mir denke, der hat verdient. Nee. Dann eine Busch. So. Danke. Ich würde gerne mal den Facharzt hören. Ist das das Programm, das uns weiterhilft? Ja, Assoziationen, Sachen miteinander verknüpfen, ist genau das Richtige natürlich. Und ein bisschen Spaß dabei und das hilft auf jeden Fall auch. Also ich denke, das sind Methoden, um solche Sachen auswendig zu lernen. Gut, das ist aber auch eine Spezialisierung irgendwie, was Sie schon ganz am Anfang gesagt hatten. Ne? Und was allgemeinere oder vielfältigere Anforderungen an das Gehirn, das wäre wahrscheinlich noch besser, um so allgemein fit zu bleiben. Deswegen haben wir noch ein paar mehr Übungen. Sie haben ja auch noch. Wir sind noch nicht fertig. Ach so. Nein, wir fangen jetzt, doch gerade erst an. Jetzt denkt doch jeder, super, was war das für eine Geschichte? Wie kriege ich die jetzt zusammen? Dafür gibt es doch Folgendes. Okay. So, wenn Sie jetzt alle an die Kerze denken, wer fällt Ihnen ein? Eisenhower. Das war der erste der letzten 10, okay? Mhm. Wenn Sie an den Schwan denken, was hat der Schwan gesagt? Mir schwant da was. Was hat der Schwan gesagt? Der kam auf Sie zugeschwommen. Kopf schräg gelegt? Kennedy. Wer war das mit dem Dreizack?
Der Wassermann. Johnson, nee. Genau. Und wer war das mit dem vierblättrigen Kleeblatt? Nixon, richtig. Was war mit der Hand? Ford weggeschoben. Was war mit dem besoffenen Elefanten? Dem der so hat schlecht einen. War, genau. Der hat Kater, den Kater. Genau. Die Fahne habe ich zum Schutz vor. Reagan. Was war mit der Sanduhr? Bush. Und die Schlange? Wenn Sie jetzt Monika sagen, passt das auch. Und was war mit dem Golfschläger? Golf war? Das heißt, ich brauche also das Ding hier als Ordnungssystem für mein Gehirn erstmal, weil unser Gehirn ja in Bildern oder gerne in Bildern denkt. Und so würde das auch funktionieren. Aber Sie stellen sich bestimmt den einen oder anderen Satz als Bild vor, als Filmchen. Die ganze Szene, die sehen Sie doch vom geistigen Auge. Ja klar, das sage ich ja, so genau prägt das. Sie sich dann, das meine ich, genau das prägt das sich dann so also, ein. Also das mit den das Bildern und so und dazu jetzt auch die Zahl, aber wir haben ja noch, ist ja angeklungen, man muss ein bisschen breiter das aufstellen und Herr Wiegert ist schon ganz unruhig, weil jetzt kommt ja die nächste Aufgabe und das ist Sudoku. Jeder kennt Sudoku? Machen Sie? Gar nicht. Nein? Ich auch nicht. Meine Tochter, auch nicht. Meine Tochter liebt es. Ich dann es ganz schnell Sudoku, nächste Zeile müsste hier drauf sein. Einmal umschlagen bitte. Sudoku, ganz einfaches Sudoku, das ist ein kleines. So, jetzt müssen jetzt nur die Zahlen dahin. Ja, genau. Wollen Sie, kann meine Frau, das kann Ihre Frau besser. Nein, Sie müssen jetzt ihr müsst jetzt die Zahlen einfach dazu schreiben. Und zwar darf hier jetzt ist in der Reihe eine 1 und in der darf nur eine sein. Also hier darf keine 1 sein, da darf keine sein und da darf keine da. Weil ist das eigentlich bei Frauen und Männern unterschiedlich oder reagieren die ähnlich? Ja. Relativ ähnlich, würde ich sagen. Man findet gelegentlich Unterschiede in der Anatomie der Gehirne. Und das wird groß publiziert. Warum lachen Sie dabei jetzt so ein bisschen? Ja, weil wir gerade darüber schon diskutiert hatten. Meine Damen und Herren, schönen Dank fürs Interesse. Wo sind wir da? Und sind nächste Woche auch wieder für Sie da. Ab dann 20.15 Uhr nur bis 21.45 Uhr. Alles weitere jetzt von WDR aktuell. Tschüss und schönen Abend. Vielen Dank.